Es ist Freitag. Also erstmal Kaffee trinken. Heute starte ich mal eine Reihe zum Thema Kinderfotografieren. Da gibt es bestimmt ganz viele Leute, die sagen, jo, das machst du total falsch und ich mach das so und das muss man aber so machen und du musst die Blende aufmachen oder so. Ich glaube, du musst deinen eigenen Weg finden, irgendwie das zu tun. Und du wirst bestimmt auch Bilder machen, wo du dann 3 Jahre später denkst, warum habe ich denn das so gemacht? Hätte ich das mal anders gemacht? Das ist immer so. Und du wirst dein ganzes Leben lang lernen, wenn du fotografierst und immer neue Sachen machen und immer besser werden und die Bilder werden dir bestimmt auch besser gefallen. Bevor du überhaupt eine Kamera in die Hand nimmst, solltest du dir vielleicht ein paar Sachen auf jeden Fall überlegen. Die habe ich heute mal aufgeschrieben. Wenn du Kinder fotografieren willst, ist die Frage, willst du das beruflich machen oder möchtest du deine eigenen Kinder fotografieren vielleicht oder deine Neffen oder so oder deine Enkelkinder? Heute geht es erstmal darum, wie du in deiner eigenen Familie Kinderfotos machen kannst. Da kannst du schon eine ganze Menge Sachen im Vorfeld mal beachten, bevor du überhaupt anfängst zu fotografieren. Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat, seit ich meine eigenen Kinder fotografiere, muss ein Kind auf dem Foto unbedingt lächeln? Muss es lachen und fröhlich sein? Und für mich ist die Antwort ganz klar, absolut nein. Also wenn ich meine Kinder fotografiere, dann fotografiere ich die Kinder in allen Lebenslagen. Wenn sie irgendwie sauer sind und irgendwie mich mit so einer Zornesfalte angucken, dann mache ich halt auch ein Foto davon. Oder wenn sie gerade Spaß haben und lachen, ist es super, dann mache ich ein Foto davon. Aber das kann auch jedes andere Gefühl sein. Gefühle aller Art, finde ich, sind doch auf Fotos total spannend. Ich würde mich da nicht einschränken und es ist ein Foto nicht schlecht, nur weil es nicht gerade das Kind darauf nicht lächelt. Bei Erwachsenen ist es genau dasselbe. Willst du irgendwie nur Fotos sehen, wo die Leute sich angrinsen und irgendwie wie in einer Margarine-Werbung gucken? Oder soll es eben auch das echte Leben sein, was du da siehst? Ich glaube, viele Leute machen sich wenig Gedanken über die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder. Wenn du ein Kind fotografierst, es ist ja erstmal egal, ob es das eigene ist oder ein anderes Kind, dann überleg dir vorher, wenn dieses Kind das Foto vielleicht in 10 Jahren nochmal sieht oder auch in 5 Jahren oder so, was das dann wohl darüber denken könnte. Also ich käme nie auf die Idee, irgendwie ein super peinliches Foto von meinen Kindern zu veröffentlichen. Oder überhaupt irgendjemandem zu zeigen oder so. Ich meine, wenn mein Kind irgendwie am Baum steht und pinkelt und ich mache davon ein Foto als Vater, dann ist das nichts, was auf Facebook gehört. Darüber werde ich gleich auch noch mal ein bisschen was sagen. Es kann aber ein total witziges Bild fürs Familienalbum sein. Das musst du dir halt wirklich gut überlegen, was du da tust. Zum Thema Datenschutz gibt es noch eine ganze Menge zu beachten. Also wenn du fremde Kinder fotografierst, Kinder von deinen Freunden oder so, dann darfst du niemals ohne Einwilligung der Eltern diese Fotos veröffentlichen. Das ist eigentlich vielen Leuten klar, aber vielen Leuten ist es eben nicht klar. Ich sehe ständig Bilder bei Facebook und überall in sozialen Medien gehen die Bilder teilweise rum. Kinderfotos von Kindern, die eben, was weiß ich, halbnackt im Garten rumrennen oder so, oder auch einfach nur auf dem Kindergeburtstag, und solche Fotos, egal welche Fotos, darfst du niemals einfach veröffentlichen, ohne zu fragen. Damit verletzt du die Persönlichkeitsrechte und die Rechte am eigenen Bild. Und selbst bei den eigenen Kindern solltest du dir das wirklich gut überlegen. Ich habe da so eine goldene Regel bei mir in der Familie: wenn wir unsere Kinder fotografieren und ich die Bilder veröffentlichen möchte und die zeigen möchte, dann nehme ich grundsätzlich nur Fotos, auf denen die Kinder nicht ganz eindeutig zu erkennen sind. Also am besten welche, wo das Gesicht überhaupt nicht drauf ist. Oder wenn sie meinetwegen geschminkt sind und verkleidet sind, dann ist es auch manchmal okay. Aber das entscheide ich dann auch nicht alleine, sondern dann spreche ich mich eben mit meiner Frau ab. Und im Zweifel treffen wir dann halt die Entscheidung gemeinsam. Das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Die ist auch ganz unterschiedlich. Und ich weiß auch, dass manche Leute da ein bisschen anders mit umgehen. Und da kein Problem mit haben, die Gesichter ihrer Kinder zu veröffentlichen. Und ich würde auch niemals sagen, dass du das nicht tun darfst oder dass das ganz böse ist und dass du deinem Kind damit schadest, aber du solltest dir das gut überlegen, ob du das möchtest. Weil rückgängig machen kannst du es dann später nicht mehr. Es gibt auch spannende Bilder auch von Kindern, wenn sie nicht von vorne zu sehen sind, sondern vielleicht nur von der Seite oder nur von hinten oder nur die Füße oder nur die Hände. Eine grundsätzliche Frage, wenn du Kinder fotografierst, ist, welche Situation du einfangen willst und wie die Kinder damit umgehen sollen. Willst du einen eher dokumentarischen Ansatz haben? Willst du die Kinder vielleicht bei dem fotografieren, was sie so tun und was sie machen?
Oder möchtest du ein Bild, eine bestimmte Szene und die soll genau so aussehen, wie du dir das in deinem Kopf vorstellst, mit dem Kind, was dann vielleicht dasteht oder so oder gerade das macht. Und dann musst du natürlich sehr stark eingreifen und musst das Ganze inszenieren. Ich weiß von Fotografen, die ganz unterschiedliche Ansätze dabei haben. Es gibt welche, die eben ja, ein starkes Posing mit ihren Kindern machen oder die Kinder eben wirklich inszenieren. Accessoires und mit bestimmten Szenen, die Kinder dann machen sollen. Und dann stell dich mal dahin und mach mal so und guck mal in die Richtung. Jetzt machen wir mal das Licht von da. Das kannst du alles machen. Und es gibt auch Kinder, die sowas ganz gut mitmachen und die da richtig Spaß dran haben. Das solltest du auf keinen Fall übertreiben und musst dich halt vorher fragen, ob du das wirklich willst. Mein Ansatz ist es eigentlich nicht, so zu fotografieren. Ich fotografiere Kinder lieber quasi nebenbei, bei dem, was sie halt sowieso gerade tun. Das geht so in die Richtung, was in der Fotografie eben oft so Candid Shots genannt wird. Das sind Fotos, die entstehen, ohne dass diejenigen das überhaupt merken, dass sie fotografiert werden. Möchtest du mit deinen Bildern Klischees bedienen oder möchtest du mit Klischees vielleicht spielen? Das kann auch sein, dass du mal etwas völlig umdrehst und es genau andersrum machst, als man es sonst sieht. Geht so ein bisschen auch in die Ecke von so Gender. Willst du dein Mädchen wirklich mit rosa Tüll irgendwie fotografieren oder als Prinzessin verkleiden? Das können richtig tolle Fotos werden. Dann musst du es natürlich richtig machen. Wenn es irgendwie unfreiwillig peinlich komisch aussieht, dann solltest du es vielleicht lassen. Oder möchtest du das vielleicht mal auf den Kopf stellen und was ganz anderes machen? Als Fotograf spielst du eigentlich ständig mit Klischees. Du hast ganz oft mit Klischees zu tun und viele Leute schrecken davor zurück, die zu bedienen, weil sie sich irgendwie schmutzig dabei vorkommen und denken, ah, das ist alles so abgegriffen, das will ich nicht nochmal in meinen Fotos benutzen. Aber mach das ruhig. Probier das einfach aus und probier aus, was dir am besten gefällt, was für dich am besten funktioniert. Immer wenn du mit Kindern fotografieren gehst oder wenn du deine Kinder im Alltag fotografierst, dann versuch das so zu gestalten, dass sie das wirklich durchhalten können. Entweder wenn sie sehr stark eingebunden sind und viel machen müssen, viel angewiesen werden, irgendwas zu tun, dann musst du halt gucken, dass sie das wirklich auch von der Konzentration her schaffen, denn manche sind dann halt wirklich nach 10 Minuten völlig fertig und haben keine Lust mehr. Und das ist auch total okay, weil du kannst nicht ein Kind zwingen, irgendwie entspannt und witzig auszusehen, wenn es keinen Bock mehr hat. Dann macht es vielleicht noch weiter, aber sieht halt so aus. So, das willst du nicht. Der einfachere Weg ist, geh einfach mit denen nach draußen oder lass sie spielen. Was weiß ich, mach einen Ausflug. Irgendwas, was sie gerne tun, und dann nimmst du halt die Kamera mit und machst dann nebenbei deine Fotos. Ist natürlich Geschmackssache und vielleicht sagst du auch, das ist nicht mein Weg und ich mache es lieber anders, dann probier es aus. Ich habe eigentlich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich mich wirklich unsichtbar gemacht habe. Also wenn die Kinder gar nicht so wirklich gemerkt haben, dass ich da bin. So richtig klappt es natürlich nicht immer und besonders nicht, wenn die Kinder dich gar nicht so gut persönlich kennen. Dann wird es ein bisschen schwieriger, weil sie sowieso schon etwas nervös sind, wenn du mit der dicken Kamera rumrennst. Aber wenn du dir Zeit nimmst und mit denen wirklich sprichst und einfach locker bist, dann werden die auch relativ schnell warm und merken gar nicht mehr so, dass die Kamera da ist. Also wenn es dir gelingt, dass du das Foto eigentlich zur Nebensache wird, dann hast du auf jeden Fall eine natürliche Atmosphäre, die richtig gut kommt und die auch im Foto dann hinterher toll aussieht. Egal was du machst, wenn du mit Kindern shooten gehst, hast du auf jeden Fall eine begrenzte Zeit. Das ist, habe ich in den Jahren wirklich gelernt, wenn du Kinder fotografierst, ist Zeitmangel oder das Problem, dass die Zeit teilweise super schnell vorbei ist, die du dann wirklich fotografieren kannst, ist das größte Problem. Und deswegen solltest du die Zeit gut nutzen können. Das Grundvoraussetzung dafür ist eigentlich, dass du deinen ganzen Kram gut kennst, dass du deine Kamera kennst, dass du blitzschnell was verändern kannst und einstellen kannst. Und das ist natürlich am Anfang total schwer. Also wenn du noch nicht so wirklich Erfahrung hast mit deinen Geräten, mit deiner Kamera und dem Zubehör, dann geh einfach raus und mach das. Fotografier eben so viel wie es geht. Nutz die Zeit und dann hast du vielleicht nur in einer halben Stunde, keine Ahnung, 5 Fotos gemacht oder so. Aber beim nächsten Mal sind es dann halt schon doppelt so viele oder wenigstens 2-3 mehr oder du hast mehr gute, die du hinterher behalten möchtest. Du kannst nur lernen und besser werden beim Fotografieren, indem du es einfach machst. So, und wenn du eine ganz neue Kamera gekauft hast und dann sofort irgendwie losziehst und dieses Teil ausprobieren willst, dann solltest du vielleicht erstmal Motive dir suchen oder Szenen dir auswählen, die ohne Kinder auskommen, wo du in Ruhe einstellen kannst. Nimm dir eine Stunde mehr Zeit dafür und mach das lieber in Ruhe. So lange, es dauert einfach eine ganze Weile, bis alles so in deinem Muskelgedächtnis ist, dass du eben nicht mehr lange denken musst, wo stelle ich jetzt die ISO ein, wo verstelle ich die Blende
oder meine Verschlusszeit ist ein Problem oder... Ne? Du verstehst, was ich meine. Das war nur ein ganz kurzer Ausblick heute, so über die wichtigsten Sachen, die du machen musst, bevor du überhaupt eine Kamera in die Hand nimmst, wenn du Kinder fotografieren willst. Ich überlege im Moment noch viel hin und her, was eigentlich, welche Videos es demnächst dazu geben soll zum Thema Kinder fotografieren. Auf jeden Fall werde ich was zur Ausrüstung sagen, welche Kamera, was gibt es noch zu beachten an Ausrüstung, Objektive. Ganz wichtiger Punkt, dafür wird es ein eigenes Video oder mehrere geben, ist, wie du eigentlich so ein Shooting machst, welche Grundsätze es zu beachten gilt und was du möglichst vermeiden solltest. Es gibt, wie immer beim Fotografieren, 1000 Regeln, die du alle nicht befolgen musst, aber die du auf jeden Fall kennen solltest. Und wenn du eine Regel brechen möchtest, dann musst du halt wenigstens wissen, warum du das machst. Sonst sieht es echt nicht gut aus. Und das möchtest du nicht. Kommt denn da die Treppe rauf? Auf jeden Fall sprechen wir nochmal über Bilderbearbeitung, Photoshop, Lightroom, wie man überhaupt oder wie ich meine Kinderfotos bearbeite. Bearbeite ich die überhaupt oder lasse ich es lieber ganz? Und was oft vergessen wird, was mache ich eigentlich mit den Fotos hinterher, wenn die fertig sind? Was nutzt es mir am Ende, wenn ich dann 2 Millionen Bilder habe, Fotos habe von meinen Kindern, die auf meiner Festplatte vergammeln? Dann habe ich keine schönen Kinderfotos oder ich habe keine Kinderfotos, mit denen ich hinterher was anfangen kann. Okay, ihr könnt natürlich auch Einfluss nehmen darauf, was noch so kommt, indem ihr mir einfach Kommentare schreibt, indem ihr mir dazu schreibt, was ihr gerne wissen möchtet, was dir vielleicht jetzt noch fehlt in meiner Planung und wenn du Fragen hast, die du eigentlich immer schon mal irgendwie loswerden wolltest, dann frag mich einfach. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne den Kanal abonnieren und auch das Video liken, würde mich freuen. Wenn nicht, dann lass es einfach. Wäre schön, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und vielleicht kannst du auch ein bisschen Einfluss nehmen drauf. Zeigst du mir auch, was dich wirklich interessiert, was du wissen möchtest. Wenn es Fragen gibt, kann ich mich da einfach besser drauf einstellen. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Puh.